Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Die Schweiz ist das Land der Vereine. Jedes Dorf hat eine ganze Palette von verschiedenen Vereinen. Sie sind für viele eine zweite Heimat und ein Ort, wo man gerne seine Freizeit verbringt und auch Fest feiert. Schätzungsweise 100'000 Vereine gibt es in der Schweiz. Die meisten sind lokal verankert. Angefangen vom Turmverein und der Musikgesellschaft bis zur Bikergruppe und dem lokalen Fußballclub. Sie bringen Leben in Dörfer und Städte und machen mit ihren Aktivitäten den Menschen viel Freude. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und zur Integrationsarbeit, indem sie unterschiedliche Menschen mit gemeinsamen Interessen versammeln und vielfältige Freizeitaktivitäten und oft auch Feste organisieren. Was man bei der Begeisterung oft vergisst, ist allerdings, dass auch bei Veranstaltungen, Trainings oder anderen Vereinstreffen etwas schiefgehen kann und Verein unter Umständen haftet. Welche Versicherungen braucht man als Verein? Darüber diskutieren wir jetzt mit Andrea Meier, Hauptagentin bei der Helvetia Wohlen. Ja, viele Vereine haben ein Vereinslokal. Wie ist der Verein geschützt, wenn jetzt in das Lokal eingebrochen wird, was doch immer auch wieder mal vorkommt? Mit einer Sachversicherung, analog von der privaten Hausratversicherung, können Vereine ihr Inventar wie Einrichtungen oder vorübergehend anvertrautes Dritteigentum gegen finanzielle Folgen bei Diebstahl und Einbruch versichern. Es ist aber wichtig, einen Berater dazu zu ziehen. Ein Kegelverein hat ganz andere Risiken wie ein Verein, der ein Museum führt. Jetzt haben all die Vereine auch einiges am Mobiliar, Musikgesellschaft, vielleicht teure Instrumente. Wie kann man das Mobiliar sichern? Vereinsinventar ist über eine Sach- oder eine Fahrhabeversicherung versichert gegen Feuer, Elementar, Wasser und Diebstahl. Nicht versichert, zum Beispiel, ist Beschädigung von vereinseigenen Instrumenten durch die Mitglieder. Dort lohnt es sich allfällig, eine Versicherung für die Beschädigung von vereinseigenem Inventar zu prüfen. Jetzt kann ja ein Verein nicht an alle Arten von Risiken denken. Gibt es so Standard-Pakete, wo ein Verein möglichst alle Risiken drin hat? Bei vielen Vereinen gibt es einen Dachverband oder eine Zentralorganisation, die dann für ihre Verbandsmitglieder eine Lösung anbietet. Und in dieser Versicherungslösung sind dann die wichtigsten Bestandteile mitversichert. Besonders schützen sollte man sich als Verein, wenn man Aktivitäten und Feste organisiert, wie das viele Vereine hier in der Region machen. Krümpelturniere vom lokalen Fußballverein sind beliebt. Allerdings kommt es gerade bei so Sportanlässen nicht selten zu Unfällen. Heikler sind Vereinsfeste, wenn zum Beispiel wegen einem Sturm das Festzelt von der Dorfmusik oder dem Schützenverein Schaden nimmt oder eine Tribüne, wo der Turmverein für ein Event aufgebaut hat, zusammenbricht und sich Teilnehmer sogar verletzt. Haftungsfragen können sich für einen Verein auch stellen, wenn er einen Festbetrieb organisiert und das Essen, das dort verkauft wird, verdorben ist und viele Festteilnehmer eine Lebensmittelvergiftung einfangen. Schauen wir das ein bisschen im Detail an. Wann oder inwiefern haftet ein Verein, eben wenn beispielsweise eine Tribüne oder ein Festzelt zusammenbrechen und sich jemand verletzt? Das ist ganz schwierig zu beantworten und hängt immer von ganz vielen Faktoren ab. Allenfalls kann man den Vermieter vom Festzelt haftbar machen, wenn er nachweislich ein grosses Verschulden begangen hat. Sofern dass der Verein alle Vorkehrungen getroffen hat, alles Mögliche unternommen hat, um so ein Ereignis zu schützen, dass es nicht eintritt, dann kann der Verein unter Umständen nicht haftbar gemacht werden und hat auch kein Verschulden. Wie steht es dann um die Haftung, wenn man jetzt mit einem Fahrzeug vom Verein an einen Vereinsanlass fährt und es gibt da beispielsweise einen Unfall? Wenn Mitglieder mit dem eigenen Auto kommen, muss jeder selber für die Versicherung sorgen. Wenn es ein vereinsinternes Fahrzeug ist, wie ein Mannschaftsbus, dann muss man eine obligatorische Versicherung machen, wie alle anderen Verkehrsmittel auch.
Allenfalls für eigene Schäden würde sich ein Vollgas lohnen. Wie sieht es mit der Haftung aus, beispielsweise von Trainern, von Fußball- und Sportclubs oder auch von Dirigenten von einer Musikgesellschaft oder generell von Helfern von Vereinen? Sobald dass der Verein AHV-pflichtige Löhne auszahlt, für Trainer, Dirigenten, Hilfspersonal, müssen die obligatorisch gegen Unfall versichert werden. Wenn das Pensum mehr als 8 Stunden pro Woche ist, dann langt eine Berufsunfallversicherung nicht. Und es ist auch eine Nicht-Berufsunfallversicherung notwendig. Danke vielmals, Andrea Meier. Frauen und Geld. Das ist ein Thema, das mit viel Klischee behaftet ist. Tatsache ist allerdings, dass sich Frauen im ureigensten Interesse um ihre Geldangelegenheiten kümmern sollten. Viele Frauen stellen irgendwann im Leben fest, dass ihre Altersvorsorge ungenügend ist oder dass sie ihre Sparbatzen schlecht angelegt haben. Auf was sollten Frauen beim Geldanlegen achten? Und was können sie unternehmen, damit sie ihre Altersvorsorge wirksam verbessern können? Antworten und Tipps bringen wir das nächste Mal wieder hier im Geld. Einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.